Hallo und herzlich willkommen in der Kreativ-Bastelstube. Ich möchte euch heute unsere verbesserte Variante, unsere neue Konstruktion des Teelichtofens vorstellen. Wir haben in den ersten Videos diese große Variante gebaut und haben jetzt mittlerweile kleine Änderungen im Design vorgenommen und das Ganze noch ein bisschen optimiert. Ich zeige euch mal, was wir verbessert haben an unserer nächsten Konstruktion hier. Erstmal ist es ein bisschen handlicher, ein bisschen kleiner. Wir haben hier eine Gewichtsersparnis und der Ofen wird trotzdem genauso heiß. Wir haben hier oben jetzt eine Hutmutter verwendet. Da sieht man, die Mutter ist jetzt hier abgerundet. Wir haben dadurch einen schönen Abschluss hier oben. Wenn wir das mal vergleichen mit der ersten Variante. Da sieht man, hier oben ist noch der Grat dran. Wir haben es zwar abgefeilt, aber so eine Hutmutter sieht natürlich professioneller aus, hat einen schöneren Abschluss als hier, wo einfach die normale Mutter raufgedreht wurde. Das ist erstmal die erste Änderung, dass wir hier so eine Hutmutter verwendet haben. Hier nochmal von nahem der Vergleich. Einmal die Hutmutter und einmal die normale Mutter. Und hier sieht man, es ist oben glatt und sieht optisch auch schöner aus. Eine zweite Änderung, die wir vorgenommen haben, neben der Größe ist hier auch der Abstand. Ich nehme jetzt mal die Teelichter raus. Wichtig, dass die Teelichter natürlich zueinander auch den Abstand haben von mindestens 5 cm hier von Flamme zu Flamme, dass es hier nicht zum Teelichtbrand kommt. Da haben wir auch ein Video gedreht, Sicherheitshinweise. Und das haben wir bei unserer neuen Konstruktion jetzt auch beachtet, dass der Teller groß genug ist, dass die Teelichter noch genug Platz haben im Abstand zueinander. Und dass der innere Topf trotzdem groß genug ist, um die Hitze der Kerzen aufzufangen, dass die Hitze nicht sofort in den äußeren Topf geht, sondern erst in den inneren rein und dann die Temperaturabkühlung von Topf zu Topf stattfinden kann. Und wir an der Oberfläche hier die optimale Temperatur erreichen, um uns die Hand aufwärmen zu können. Also einmal haben wir hier den Abstand von Topf zu Topf nochmal vergrößert, dass hier die Luftschicht noch besser die Wärme speichern kann. Dann haben wir den Abstand von der Grundplatte bis zum oberen Topf etwas vergrößert, damit der Hitzestau hier nicht entsteht und die Kerzen immer genug Sauerstoff nachbekommen. Wenn man jetzt den Abstand zu groß macht, wir sind ja jetzt schon ans Limit gegangen, wenn man die Gewindestange noch größer macht, dann wird der Ofen instabil. Und deswegen ist es hier jetzt der optimale Abstand, dass der Ofen noch stabil ist und die Kerzen trotzdem genug Sauerstoff nachbekommen. Bei unserem ersten Ofen hier, da guckt der untere Topf noch raus und da sieht man, ist der Abstand wesentlich kleiner. Und deswegen kann es da noch zum Hitzestau kommen, wenn man zu lange die Kerzen brennen lässt. Das haben wir hier verbessert, dass wir den Abstand noch ein bisschen größer gemacht haben und die Variante jetzt noch handlicher, noch sicherer betrieben werden kann. Wir haben trotzdem hier auf dem Boden nochmal Sicherheitshinweise aufgeklebt. Das finde ich ganz wichtig, dass man da jederzeit auch nachlesen kann, wie man den Ofen sicher bedienen kann, falls ein Dritter den Ofen jetzt anmacht. Kann man hier ganz schnell die wichtigsten Hinweise finden, wozu der Ofen gedacht ist, dass er eben keine dauerhafte Raumheizung ist, sondern dass man sich an der Oberfläche des Ofens aufwärmen kann, dass Kerzen eben Brände verursachen können und man da vorsichtig sein soll und die jederzeit beaufsichtigen sollte und fernhalten von Kindern. Und die Brenndauer ist hier angegeben, die empfohlene Brenndauer, dass der Ofen sich dann wieder abkühlen kann. Und hier oben, dass man eben darauf achtet, dass man den Ofen sicher aufstellt und nicht irgendwo auf dem Boden, wo ihn einer übersehen kann, wo ihn da stolpern kann oder umrennen, den Ofen sicher aufstellen, nicht bewegen, wenn die Teelichter heiß sind, dann wird es wachsweich und kann überschwappen. Deswegen den Ofen sicher hochstellen und dann nicht bewegen. Haben wir hier nochmal die maximale Anzahl der Teelichter auch nochmal angegeben. Bis zu 3 Teelichter passen hier rein. Dann hat man noch den Abstand von 5 cm, dass die Teelichter sich nicht überhitzen und nicht entzünden.
haben wir das hier in unserer Konstruktion jetzt berücksichtigt, dass der Teller groß genug ist, um die maximale Anzahl von 3 Lichtern aufzunehmen. Und dann funktioniert dieser Ofen hier auch super und sicher. Und wenn man ihn dann nach ungefähr einer Stunde wieder ausmacht, dann kann sich die aufgebaute Hitze ganz langsam von innen nach außen ausbreiten und wird dann an den Raum abgegeben. Danach noch einmal durchlüften und dann hat dieser Ofen hier seine Aufgabe erfüllt, die Hand oder den Menschen in der Nähe Wärme zu spenden. Und das waren jetzt unsere Neuerungen, die wir hier berücksichtigt haben, was wir optimiert haben. Das wollten wir euch hier mal zeigen mit der Hutmutter und hier unten sieht man auch noch eine kleine Neuerung. Hier haben wir 2 Muttern gekontert. Das haben wir bei der anderen Konstruktion nicht gemacht. Dadurch bekommen wir noch mehr Halt rein, noch mehr Stabilität. Die Schrauben braucht man dann nicht so oft nachziehen. Das hält dann besser, wenn die Muttern gekontert sind. Ich habe das hier mal so vorbereitet. Da sieht man es. So sieht es dann aus. Bevor die Töpfe raufgesetzt werden, sind die Muttern hier schon gegeneinander gekontert und haben dann eine bessere Stabilität, einen besseren Halt. Und dann lösen sich die Muttern auch nicht so schnell, wenn man ihn mal transportiert oder so. Ihr könnt natürlich alternativ ja auch so einen Federring benutzen. Der gibt auch noch ein bisschen Halt rein. Wir haben uns jetzt für die Muttern entschieden. Und das ist jetzt unser fertiges Produkt, so wie wir es ja auch versenden an die Zuschauer. Da haben wir auch noch ein Video gemacht. Schaut mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Teelichtofen und natürlich beim Nachbauen, wer es möchte. Und einen schönen Tag noch. Tschüss!